Liebe Eigentümerinnen und Eigentümer der Deutschen Apotheker- und Ärztebank, meine sehr verehrten Damen und Herren, das Wichtigste zum abgelaufenen Geschäftsjahr gleich vorweg: Mit unseren Ergebnissen sind wir voll und ganz zufrieden. Unser tägliches Geschäft war geprägt von anhaltend niedrigen, teilweise sogar negativen Zinsen, hohen regulatorischen Anforderungen sowie wachsenden geopolitischen und konjunkturellen Risiken. Auf diesem steinigen Gelände ist es uns 2014 gelungen, unseren Wachstumspfad fortzusetzen und die ersten Früchte unserer Anstrengungen der letzten Jahre auch zu ernten. Nach Steuern weisen wir dann einen Jahresüberschuss in Höhe von 54,5 Millionen Euro aus, das ist ein Zuwachs von 15%. Das gute Ergebnis ermöglicht uns, Ihnen heute erneut vorzuschlagen, eine Dividende von 4% auszuschütten. Erstmals in der Geschichte unserer Bank betrugen die Geschäftsguthaben, die Genossenschaftsguthaben zum Jahresultimo 2014 über 1 Milliarde Euro. Wir haben die Bank krisenfest und fit für die Zukunft gemacht. Das hat auch unser sehr gutes Abschneiden beim EZB-Stresstest gezeigt. Dass 2014 ein gutes Jahr war, daran besteht kein Zweifel. Das darf uns aber nicht dazu verleiten, jetzt euphorisch oder gar übermütig zu werden, denn die Zukunft wird kein Spaziergang sein. Zwar sind die Erwartungen für den Zinsüberschuss sicherlich gedämpft, allerdings möchte ich mich soweit vorwagen, ja, das niedrige Zinsniveau beschäftigt uns, trifft uns, schockt uns aber nicht. Zur stabilen Weiterentwicklung unseres Geschäftes sehen wir weiterhin 4 große Themen. Erstens die Förderung von Existenzgründungen. Zweitens eine intensive Betreuung angestellter Heilberufler und Studenten. Drittens die Stärke des Anlagegeschäftes. Und viertens der Ausbau unseres Firmenkundengeschäftes. Ein besonderer Fokus liegt 2015 daher auf der Förderung von Existenzgründungen von Heilberuflern. Als Spezialbank tun wir das maximal Leistbare, dass die Risiken der unternehmerischen Selbstständigkeit tragbar, beherrschbar und vor allem nicht belastend sind. Neben dem Anlagegeschäft sehen wir unverändert ein steigendes Marktpotenzial bei Gesundheitsunternehmen. Auch wir müssen auf die veränderten Kundenbedürfnisse proaktiv und mit hoher Kreativität reagieren. Deshalb passen wir unser Dienstleistungsangebot an die digitale Medienwelt an und eröffnen unseren Kunden zusätzliche Kommunikationskanäle mit uns. Eine Video- und Chatberatung haben wir bereits eingeführt. Unsere Erfahrungen nach den ersten Monaten sind ausgesprochen positiv. Sie sehen, wir sind am Puls der Zeit. Wir investieren auch in die Zukunft der Bank. Wir werden dem genossenschaftlichen Prinzip Hilfe zur Selbsthilfe auch im wandelnden Umfeld gerecht werden. Meine Damen und Herren, die Deutsche Apotheker- und Ärztebank ist und bleibt die erste Adresse für alle Heilberufler und ihre Organisationen. Sie steht gut da, sie ist für die Zukunft gut gerüstet und sie macht weiter in ihrer Entwicklung.